Kurz egal, was die essen, was sie trinken. Na, beiß einmal an. Franz, ich finde das nicht gerade witzig. Susanne, jetzt rede bitte ich mal aus. Funktioniert denn das nicht? Ja, dann nimm mal den Salat, aber tu wenigstens was, geh weiter einmal. Man kann ganz in Ruhe über alles reden, aber du brüllst da herum. Jetzt rede ich! Kurz, ich sitz noch mal! Richtig! Dann hol ich mal das Maul, du Aufseher! In Oberösterreich verweigert Felix standhaft die Stallarbeit und wird deshalb von Franz in die Küche verbannt. Währenddessen kommt Elisabeths Videobotschaft aus Wien an. Franz, schau, das ist. Vielleicht diese Videokassetten oder was ist das? Ja, das wird die Videobotschaft sein von der Elisabeth. Ja, gehen wir, schauen wir es uns an. Hallo, ihr Lieben zu Hause. Ich bin in Wien, gut gelandet. Ich wohne zurzeit in einer WG. Sie hat unterdrückt gewirkt, ist mit fast Tränen in die Augen. Muss auf Demonstrationen gehen. Bin geschlachtet worden schon, wo ich am Boden gelegen bin und einen Pelz anhatte, den was man mir abgezogen hat. Das war sehr interessant. Ich schaue mir dafür, dass die Elisabeth da unten demonstriert hat. Ich hoffe, dass ich Felix gut vertrete. Und fühle mich eigentlich sehr wohl. Man hat mich auch schon gefragt, ob ich hier arbeiten möchte und hier bleiben möchte. Was ich nicht verneint habe, also es wäre vielleicht sogar möglich. Es ist für mich wirklich eine tolle Erfahrung, mit diesen jungen Menschen diese Arbeit zu machen. Es ist Arbeit, es ist sogar eine harte Arbeit. Ich hatte heute schon extreme Kopfschmerzen durch das Brüllen und Schreien. Die Elisabeth kann sehr gut schauspielen. Sie kann lang was überspülen. Sie ist fix und fertig. Ich hoffe, Felix, dass es auch du akzeptierst, wie wir zu Hause leben. Weil es ist immerhin eine andere Welt als die deine. Und wenn ich deine Welt akzeptiere, dann wäre es auch schön, wenn du meine ein bisschen akzeptieren würdest. Somit alles Gute und pfiat euch. Mir ist sehr wohl aufgefallen, auch, dass mir die Elisabeth in der ganzen Videobotschaft namentlich nicht erwähnt hat. Anscheinend völlig ihrer Tonet. Ich kenne natürlich die Elisabeth nicht so genau wie der Franz und ich weiß auch nicht, ich kann sie nicht gut einschätzen, aber zumindest von dem, was sie gesagt hat, habe ich schon deutlich rausgehört, dass es ihr in Wien gut gefällt. Damit hat Felix recht. Elisabeth gefällt es sogar so gut in Wien, dass sie sich hier einen Job suchen möchte. Mimi und Susanne begleiten sie zum AMS. Ja, ich finde das schon arg. Weil, ich meine, sie ist jetzt seit ein paar Tagen in Wien und sie sich gleich irgendwie, weiß ich nicht, von ihrem Mann zu hören, keine Ahnung, ob sie darüber nachdenkt, aber dass sie sich gleich eine Arbeit suchen möchte und dann irgendwie drüber redet, in eine WG zu ziehen, weil sie so gefallen hat, schon arg. Ich würde nicht wollen, dass ich in ihrem Alter dann irgendwie zurückblicke auf mein Leben und mir denke, ich habe alles vermasselt oder ich habe nichts gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Oder ich habe alles nur für einen Mann gemacht, der es nicht zu schätzen weiß. Würdest du wollen, dass die bei uns einzieht? Naja, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir sind schon eine vegane WG und wir haben von Anfang an gesagt, keine Fleischesser, keine Vegetarier. In Wien bleiben kann sie natürlich schon, habe ich nichts dagegen. In der Wohnung kann sie leider nicht bleiben, weil wir einfach platzmäßig ein Problem hätten. Und zweitens, vegan ist, das wird nicht gehen. Insofern glaube ich, ist da generell kein Platz für neue Leute. Ihr werdet es kaum glauben, aber es gibt was für mich. Was? Sicher gibt es was, nur suchen muss ich. Das war ein Hammer, ja. Sie ist da rausgekommen und hat wirklich gestrahlt. Hat uns gleich, ich glaube, 3 Anzeigen, die ihr gefallen haben, gezeigt. Die zwar alle 3 nicht in Wien waren, aber in Wien, also in der Umgebung von Wien. Und es scheint mir fast so, als meint sie es wirklich ernst. Was mir auch noch gefallen hat, der 20.12. der Robinson-Club. Das wäre auch vielleicht, aber... Wie gesagt, na, wir können ja anrufen noch. Nee, das mache ich dann von zu Hause aus, wenn ich Ruhe habe und in meinen 4 Renten bin. Ja, und meinem Mann jetzt auch zeigen kann. Ne? Ich glaube schon, dass die Elisabeth ein sehr starker Mensch ist, aber wenn sie dann wieder zu Hause kommt und da wieder in den Trott reinfällt, glaube ich, ist die Chance nicht sehr groß, dass sie was verändert. Ich glaube, wenn man wirklich will, dann schafft man den Absprung. So schwer kann es nicht sein. In Weibern sorgt die Videobotschaft aus Wien für eine heiße Diskussion. Das heißt eigentlich, du schickst jetzt meine Gattin da auf Demonstration. Also du glaubst, das ist nicht die Wahrheit, was sie gesagt hat? So gut kenne ich die Elisabeth. Also da bin ich mir aber nicht sicher, ob sie es wirklich so gut kennt. Und dass ihre These,
das sogenannte Schlachten oder Schächten, was da gemacht worden ist, mit dem, was ihr am Pölz drüber ziehen habt lassen, du Oberdemonstrant. Ja, aber du Oberdemonstrant, du, ich muss das ganz ehrlich sagen, schon langweilig habe ich nur mehr die Nasen voll. Hinten vorn passt nichts, hinten vorn haut nichts hin, rein an Trockel, aber mal drei, keine Arbeitsgeschichte nicht und gar nichts. Schau, Franz, ich habe also halt den ganzen... Also kann das nicht gehen. Also ich kann das einfach nicht gehen. Ich weiß nicht, warum du jetzt so mich da jetzt angehst, aber ich habe das Gefühl, dass du hast da die Elisabeth ein bisschen falsch eingeschätzt und jetzt lasst du deinen Grant ein bisschen an mir aus, oder? Ich gehe Konfrontationen prinzipiell nicht aus dem Weg. Bei uns daheim geht es um ein paar Demos, bei dir daheim geht es um einen ganzen Tag Arbeit. Glaubst du nicht, dass sie manchmal bei dir daheim auch sich nichts sagen traut und dann halt mitmacht, weil es keine Konfrontation will und dass sie da auch mehr oder weniger von dir indirekt ein bisschen antrieben wird? Daheim geht es mir zum Beispiel aus dem Weg und legt sie da nicht, wenn es Kopfweh hat, und dort hat es mitgespielt. Ich spiele jetzt ausnahmsweise einmal die brave Frau, die ruhige Frau. Warum sie? Und tue mir das an und lasse das über mir hergehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, deshalb, daraufhin, gehe ich sogar nur strenger und nur schärfer vor. Und jetzt sage ich dir komplett, nur komplett. Also du kannst mir gerne die nächste Frage stellen, da drüber über die Sache. Ja. Kann ich, jetzt werde ich natürlich um einen Zaun vier legen und werde ein bisschen auf schärfer schalten. Und wie schätzt ihr so ein, wie wannst du eigentlich ein Volksschädling? Ein Stadtschädling, ein Steuerzahlerschädling. Große Betriebe oder solche Sachen, die zahlen eh keine Steuern nicht. Und ich zahle es auch nicht. Ich suche es uns aus. Und da lebst du jetzt auch noch. Du hast ja zwar deine Fressalien mitgenommen. Ja. Gerne. Ich hab's gekost. Ja. Ich hab dir den gefallen da. Und du bist hergegangen und hast mir als erstes gleich mal einen Tierquäler bezeichnet. Da bin ich nur auf dir so zugegangen. Für mich ist das ein deutliches Zeichen, dass du jetzt so herumschreist, dass dir die Argumente ausgehen, weil man kann ganz in Ruhe über alles reden, aber du brüllst da herum. Und zweitens sage ich dir noch was. Wenn ich in meiner Freizeit was Sinnvolles mache und mich für die Gesellschaft einsetze und für die Tiere einsetze, gegen die Gesellschaft dann hat das nichts mit Volksschädling zu tun. Mann, als Student, Arbeit, dann bleibt der und sein Studium finanziert, dann bleibt ihm sicherlich keine Zeit mehr zum Demonstrieren, zum Revolutionieren, zum Fantasieren, weil sonst kann man da auf sichere Sachen gar nicht. Und später kommt nur Terrorisieren, womöglich auch noch dazu, oder was? Während Franz und Felix in Weibern noch heftig diskutieren, hat sich Elisabeth mit den Veganern längst schon arrangiert. Diesmal soll sie auf einer Demo gegen Massentierhaltung als Huhn symbolisch geschlachtet werden. Also jetzt tun wir Gackern üben. Na bitte, ist ja schon nicht schlecht für den Anfang, oder? Die Elisabeth macht zwar, was sie zu tun hat, also was wir ihr sagen, was sie machen soll, aber sie hat keinen Spaß mehr dabei, glaube ich. Und sie ist ja überhaupt nicht überzeugt davon, von dem, was sie jetzt macht. Ich finde es nicht richtig, was wir hier heute gemacht haben, dass wir uns einen Overall anziehen, dass wir Kunstblut verstreuen und... Heute hat die Elisabeth zum ersten Mal unser Leben wirklich gecheckt, sage ich jetzt mal. Also sie hat jetzt wirklich mal mitbekommen, was wir machen, wieso wir demonstrieren, wogegen wir demonstrieren, wen wir ansprechen wollen und welche Methoden wir haben. Weißt du, ich akzeptiere ja, was ihr macht, aber ich würde es nicht jemand aufzwingen, so zu leben. Zwingen tun wir nicht, wir machen nur darauf aufmerksam, dass diese Seite auch gibt. Ja. Zwingen tun wir sicherlich niemanden. Sondern wir wollen irgendwie niemandem unsere Meinung, naja, vielleicht doch ein bisschen aufzwingen. Aber nur ein bisschen, wenn dann nur ganz wenig. Was willst du mit den Tieren tun, die verletzt sind, die ein Bein gebrochen haben oder sonst irgendwas? Willst du die Elend verrotten lassen? Was machen wir mit dir, wenn du dein Bein brichst? Immer wenn es aufs Thema Schlachtung kommt oder generell auf Tierquälerei, verteidigt sie halt sehr stark generell die Landwirte, aber natürlich auch die eigene Familie, weil sie eben selbst betroffen ist und sich selbst angegriffen fühlt dadurch. Mich hat der Anblick so amüsiert. Sie ist ja im Rollstuhl gesessen, über und über mit Kunstblut und hat irgendwie das Schlachten verteidigt. Als Schlusswort wäre ganz gut, wenn wir sagen würden, es soll jeder so leben, wie er leben will. Kann man nicht akzeptieren. Sie haben ja nicht ganz Unrecht, aber sie übertreiben es ein bisschen, würde ich sagen. Felix' größter Albtraum wird nun Realität. Das von ihm lang gefürchtete Ritteressen soll heute stattfinden.
Was für den einen ein großes Festmahl ist, ist für den anderen ein makaberer Leichenschmaus. Wird Felix seinen Pflichten als Tauschmann nachkommen oder wird er Franz mit der vielen Arbeit im Stich lassen? Felix, kannst du mir jetzt trotzdem helfen, weil wir gestern heute früher kämen, wie geplant? Nehmen wir meine Kugel mit und hüpfen was. Ja, ich kann da die Salate machen. Ja, komm, den haben wir nicht mehr Zeit diskutieren. Der Felix ist zwar da bei mir im Betrieb, aber helfen tut er mir nichts. Hier ist es halt so, dass es viel zu tun gibt und der Franz mich natürlich auch zur Mitarbeit einteilen will. Und so ist es auch kein Problem, da jetzt mal mitzuarbeiten. Ein Stöckelgrad habe ich schon zugestellt, der Rippe habe ich zugestellt. Das Brau, der Kolbsbrunn, ist alles schon ein Rohr drinnen. Willst du auch Schnitzel panieren, ne? Nein, ich glaube, mit dem kann ich da nicht dienen. Wieso denn nicht? Ja, mich wundert, dass du mir das immer wieder fragst, aber ihr habt ja das schon gesagt, Sachen, die ich nicht für richtig halte, da möchte ich dir nicht unterstützen. Allerdings, aber schon darfst du sicherlich nicht, wenn du sowas wieder einmal darfst. Der Franz behauptet zwar, dass ich ihn da irgendwas aufzwingen will mit meiner Lebensweise, aber ich habe umgekehrt den Eindruck sogar, dass der Franz noch viel stärker mich da immer irgendwie mit Fleisch in Konfrontation bringt und mich da irgendwie wieder zum Fleischesser rückkonvertieren will. Und ich weiß auch eins, wenn ich in die Gruppen reingekommen war, von wo der Felix außer ist, war ich zu 99% am Heimweg. Während Felix noch über Fleischesser nachdenkt, hat Franz schon längst einen köstlichen Hasenbraten zubereitet. Schau mal her, nimm dir eine gute Nasenpulle und schau dir mal so was Schönes und ein gutes Fleisch an. Ich muss das jetzt noch mal umdrehen. Also ein Nasenpult, das ist schon was Gutes, oder? Ja, in dem Backrohr schaut es aus und riecht es wie in einem Leichenschauhaus. Ach so? Ja. Immer bei dir schaut es woanders also aus. So genau. Nächstes Mal so eine Brücke, da beiß einmal an. Franz, ich finde das nicht gerade witzig. Ich weiß nicht genau, ob der Franz sich da jetzt auf der Nase verbrennen wollte oder ob er mich damit fett vollspritzen wollte, aber ich glaube, sowas ist niemand angenehm. Da hätte ich was gleich für dich. Na Franz, tut mir leid. Ich kann da den Salat raustragen. Dann nimmst du den Lauterwagen da. Den Salat? Nein, Lauterwagen da sollst du nehmen. Schau, Franz. Das gehört aus hier als erstes. Ja, dann nimm mal den Salat, aber tu wenigstens was, geh weiter einmal. Ich hab zuerst schon einmal gesagt, mir geht die Elisabeth schon ab, in jeder Art und Weise. Ich freue mich nämlich auch schon auf den Rücktausch jetzt wieder so richtig. Und ich werde jetzt vielleicht so manches, was ich jetzt als Problem bisher bezeichnet habe, und wo ich vielleicht in die Luft gegangen bin, nicht mehr als Problem so leicht ist. Auch in Wien trifft die Videobotschaft ein. In weiser Voraussicht werden schon mal die Taschentücher verteilt. Hallo liebe Wohngemeinschaft, hallo Elisabeth. Ich bin hier beim Franz und ich habe auch schon die Videobotschaft von der Elisabeth gesehen, in dem sie mir sagt, was ich hier für Aufgaben zu erfüllen habe. Viele dieser Aufgaben werde ich nicht erfüllen können, weil ich sie mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann. Wenn er meine Arbeit nicht machen will, soll er es bleiben lassen. Die Verhältnisse hier im Stall sind teilweise sehr katastrophal. Die Zustände, wie er sie uns gezeigt hat auf dem Video, sind meiner Meinung nach dem Gesetz nicht entsprechend. Der Franz selber bezeichnet sich als Tierfreund. Der ist bestimmt kein Tierfreund, weil ich kann nicht meine Freunde töten. Ich denke aber, dass jedes kleine Kind hier an diesen Zuständen zum Beispiel oder auch sonst im Stall sehen kann, dass Tier freundlich und artgerecht was anderes ist. Ich bin der Meinung, dass unsere Tiere sehr artgerecht gehalten werden. Der Felix kennt sich sehr gut aus und wenn er sagt, die Zustände sind katastrophal, dann sind sie das. Herzliche Grüße, Elisabeth.